In diesem Video möchte ich euch ein paar Neuerungen des heutigen Updates vorstellen, sowie ein paar neu veröffentlichte Details zum neuen Moschino-Accessoire-Pack teilen. Beginnen wir zuerst mit den kleinen Verbesserungen, die mit dem Patch über Origin hinzugefügt wurden. Der Ladebildschirm erstrahlt jetzt in einem deutlich dunkleren Blau, welches doch etwas angenehmer für die Augen ist als der grellere Ton. Wenn ihr ein Bild gemacht habt, könnt ihr diesem jetzt ebenfalls einen farbigen Rahmen hinzufügen, bei dem vorher deutlich weniger Farbtöne zur Auswahl standen. Es ist auch möglich, das Bild horizontal zu drehen oder es endlich auf den Tisch zu stellen, ein wichtiger Schritt, um sein Haus noch schöner dekorieren zu können. Ebenfalls wurden Fehler zu Merkmalen abseits des Netzes behoben, mit dem eure Sims jetzt auch Objekte nutzen können, die keinen Strom benötigen. Als nächstes wurden zwei interessante Moschino-Screenshots geteilt, die ich euch noch zeigen möchte. Auf diesem kann man erkennen, dass das Foto-Feature erweitert wurde. Hier ist es jetzt möglich, euren Sims verschiedene Posen zu geben und sie in unterschiedliche Emotionen zu stecken. Ebenfalls episch sind diese großen neuen Fenster, welche es ebenfalls im Accessoire-Pack geben wird. Morgen Abend um 20 Uhr zeigen die Entwickler auf Twitch ebenfalls alle neuen Inhalte. Ich habe euch den Livestream auch nochmal unten in der Beschreibung verlinkt, welchen ich auch nochmal für euch im Detail zusammenfassen werde. Was denkt ihr über die kleinen Verbesserungen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.